Hallo, schöne Grüße vom Times Square. Heute haben wir hier gesehen, dass Werbung für meine Limited Edition 2 angelaufen ist auf einem von diesen großen Bildschirmen. Und das freut mich natürlich sehr. Hallo an alle. Und deshalb nutze ich die Gelegenheit, um hier ein bisschen zu fotografieren. Also hier haben wir eine völlig surreale Belichtungssituation. Also es ist Available Light Heavy. Ja? Also Availableer geht es wirklich nicht, weil hier haben wir alle möglichen Farbtemperaturen, die es nur gibt. Nicht nur vom Himmel, also wenn wir den Himmel anschauen, dann ist das Grau in Grau, dann ist das so ein Licht gerade ausreichend, um nicht zu sterben. Ja? Aber alles andere kommt hier von den Werbetafeln. Und das sieht richtig gut aus. Ja? Also die wechseln sich permanent. Wir können hier Weißabgleich völlig vergessen. Also mit dem Weißabgleich erreichen wir hier gar nichts, weil jede Werbetafel sagt, ich möchte zuerst. Und sie haben alle unterschiedliche Farben. Und das ist gut so. Und deshalb möchte ich jetzt mit Nikon D800 mit dem 14 bis 24 Weitwinkelobjektiv fotografieren, weil alles andere ist in so einer Situation Käse. Wir erreichen hier mit normalen Brennweiten oberhalb von Weitwinkelbereich gar nichts. Also ich fange jetzt mit 14 mm zu fotografieren. Und mit 14 mm kann ich sogar wunderbar Querformataufnahmen vom Times Square, also das passt wunderbar. Ja? ISO 500, Blendenpriorität und Blende habe ich 6,3 ausprobiert, 7,1. Das hat beides gut geklappt. Und warum? Weil ich habe die Belichtungskorrektur eingebaut. Warum eigentlich die Belichtungskorrektur? Weil die Werbetafel, die schreien richtig und die Kamera denkt, das sind die wichtigsten Motive jetzt. Stimmt aber nicht ganz, weil wir müssen nicht nur die Werbetafeln fotografieren, sondern auch die Wolkenkratzer und unten auf dem Platz die ganzen Menschen und Artisten, Autos und so weiter. Das soll natürlich auch entsprechend ausgeleuchtet sein und deshalb ist die Belichtungskorrektur wirklich nicht schlecht. Jetzt machen wir ein paar Fotos in verschiedene Richtungen. So, erstmal Querformat und Querformat, ganz wichtig. Wenn ihr jetzt einfach so frontal fotografieren, ich erkläre euch immer bei jedem Video über Landschaftsfotografie Querformat, Horizont soll mittig verlaufen. Hier gibt es keinen Horizont. Ja? Das ist ein Kessel, buntes, sagen wir so, und hier gibt es keinen Horizont. Deshalb, ich fotografiere so, dass die Wolkenkratzer, die Spitzen von Wolkenkratzern auch im Bild sind. Und so bekommen wir stürzende Linien. Aber das stört uns in diesem Fall überhaupt nicht, weil es sieht gut aus und es unterstreicht die ganze Atmosphäre hier. Also das ist so, wenn wir jetzt hier stehen, wer noch nicht hier war, das könnt ihr euch so vorstellen, Riesenhäuser, so ein ziemlich kleiner Platz, ja, vielleicht zwei Fußballfelder, nicht mal, ja, und diese Schluchten, also das erschlägt einen und sogar ohne Objektive sehen wir das als stürzende Linien. So. Und jetzt gucken wir mal, wie das Ganze aussieht, wenn ich im Hochformat fotografiere. Ich kann sogar sagen, okay, wir gehen jetzt gleich auf die volle Brennweite bei diesem Objektiv. Und zum Beispiel 24 mm passt in dem Fall auch ganz gut. Und wir können nicht nur das machen, wir können die volle Leistung an Brennweiten auskosten und fotografieren sogar leicht aus der Schräge. Das wirkt auch super. Das mache ich jetzt auch erstmal mit kurzen Brennweiten. So, perfekt. So, dann nehmen wir etwas längere Brennweiten. Wir können auch in die andere Richtung fotografieren. Da ist gerade Morgan Stanley und sagt uns, was wir morgen kaufen und verkaufen müssen. So. Übrigens, wenn auf den Werbetafeln, wie hier zum Beispiel, also da läuft Hyundai-Werbung, wenn wir jetzt zum Beispiel einige Momente erwischen, wo das Auto gezeigt wird, das ist viel besser als zum Beispiel nur Überschrift auf dem weißen Hintergrund
Also das solltet ihr lieber nicht nehmen, weil das Bild wird dann überstrahlt. Ja? Also am besten ein paar Aufnahmen mehr machen und dann sehen wir, welche besser sind. Auf jeden Fall, wenn es zu hell, zu weiß ist, dann wird es etwas komplizierter. Ja? Okay, das ist jetzt im Prinzip alles, wie wir in solchen sehr komplizierten Belichtungssituationen fotografieren. Das, was ich jetzt bei mir auf dem kleinen Display der Kamera gesehen habe, das hat alles sehr gut gepasst. Und dann werde ich ein paar Bilder in Photoshop bearbeiten und sehe zu, dass Werbung für meine Limited Edition 2 auch hier angezeigt wird. In dem Sinne, zurück ins Studio. Die Fotos von Times Square, die kann man wirklich unendlich produzieren. Also die kann man mit allen möglichen Mitteln bearbeiten. Hier die Werbetafeln austauschen, das macht riesen Spaß. Aber das machen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt ein Foto ausgesucht und auf dieses Bild werden wir uns jetzt konzentrieren. Ich habe schon beim Fotografieren gesagt, dass der Himmel hier bei uns ziemlich unspektakulär ist. Deshalb habe ich zwei Fotos von dem Himmel ausgesucht und mit diesen Fotos werden wir dann weiterarbeiten. Also eins von diesen Bildern kommt dann in die engere Wahl, aber zuerst werden wir natürlich die Kamera-Rohentwicklung machen. Hier ist eigentlich eine ganz einfache Prozedere, was die Rohentwicklung angeht und es geht folgendermaßen. Wir machen hier die Lichter runter, die Tiefen hoch, klar, damit wir mehr Struktur bekommen, mehr Details zum Vorschein bringen. Das ist im Prinzip ganz einfach. Weiß und Schwarz verstärken, Klarheit und Dynamik anheben. Und dann das übliche Schärfe, also da brauche ich wahrscheinlich nichts mehr zu erzählen, weil wir haben das im Prinzip bei jedem Bild so. Und hier 20. So, ja, dann Luminanz, Sättigung bei HSL-Graustufen. Was können wir hier erreichen? Im Prinzip nichts. Weil außer Werbetafeln ist alles andere ziemlich einfarbig, ziemlich grau und deshalb brauchen wir hier auf jeden Fall eine selektive Korrektur. Bevor wir aber selektive Korrektur machen, würde ich zu Teiltönung gehen und werde helle Bereiche rötlich einfärben und dunkle Bereiche vielleicht auch ein bisschen. Das ist jetzt Absicht, ich möchte jetzt eine rötliche Atmosphäre in diesem Bild kreieren. Dann machen wir folgendes, vielleicht ein kleines bisschen mehr Belichtung, Kontrast und dann geht es los mit selektiven Anpassungen. Hier würde ich auf jeden Fall beginnen mit dem Verlaufsfilter. Hier machen wir ein bisschen mehr Belichtung. Bildschärfe spielt keine Rolle im Moment, die werden wir selektiv nicht verändern. Und so ziehe ich jetzt erstmal ein Verlauf. So werde ich hier auch die Farben verändern. Dann nächsten Verlauf in diese Richtung. Hier werden auch die Farben entsprechend verändert. Vielleicht ein bisschen mehr Rot sogar. Und von unten können wir auch ausleuchten, sodass wir irgendwie so eine feierliche Atmosphäre hier im Bild bekommen können. Das ist jetzt natürlich viel zu viel des Guten. Deshalb würde ich mit der Belichtung generell leicht zurückgehen. Und das wäre jetzt die Ausgangssituation für unsere weitere Postproduktion. Aber hier würde ich auf jeden Fall erstmal die chromatische Aberration entfernen. So, das ist jetzt im Prinzip alles, was Kamera Raw Entwicklung betrifft. Bei anderen Bildern würde das genauso aussehen. Und das Wichtigste jetzt ist, dass wir die Finalisierung in Photoshop machen und den Himmel austauschen. Und das machen wir dann im nächsten Schritt. So, jetzt habt ihr mich ein bisschen bei meiner Reise nach New York begleitet. Also diese Stadt ist wirklich gigantisch. Ich kann jedem empfehlen, einmal in die USA zu fliegen und New York zu besuchen. Und Times Square ist natürlich auch ein Muss. Wir haben auch Rohentwicklung zu diesem Bild gemacht. Das ist aber noch nicht alles. Letztendlich wird aus diesem Bild das hier. Ja, das ist natürlich ein Riesenunterschied zu dem, was wir aufgenommen haben und dazu sind mehrere Schritte in Photoshop nötig. Ich zeige das aber auf meiner Download-DVD
Reisefotografie New York. Und diese Download-DVD gibt es jetzt bei uns im Shop für 33,33 Euro. Das ist ein sehr schöner Preis. Ja. Und da gibt es noch mehr. Also das sind insgesamt circa 8 Stunden Fototipps, Reisetipps, Bildbearbeitungstipps, also alles, was Fotografie in New York betrifft. Schaut bei uns im Shop vorbei, es lohnt sich. Es gibt natürlich viele andere Trainings auch. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch, wünsche euch alles Gute und bitte nicht vergessen, nächsten Freitag, 14 Uhr, bei mir auf dem YouTube-Channel, schaut vorbei, da erwartet euch ein neues Video.